Wenn du ein Held sein möchtest, dann musst du ein Kämpfer sein. Dann musst du gerecht sein. Dann musst du stark sein. Dann musst du mutig sein. Dann musst du gefühlvoll sein. Dann musst du erfolgreich sein. Du willst so richtig dauerhaft erfolgreich sein im Privatleben und im Beruf? Dann hilft dir dieses Video jetzt garantiert. Du willst deine Energien verändern. Du möchtest, dass automatisch mehr Erfolg in dein Leben kommt. Du möchtest, dass sich dein ganzes Leben erfolgreich entwickelt und zwar auf allen Ebenen deines Lebens und das ohne Ängste und so, dass du auch deinen inneren Frieden immer hast und im Gleichgewicht bleibst, dann hilft dir dieses Video jetzt garantiert. Denn ich habe ein Yoga-Übungsprogramm für dich entwickelt. Es heißt Helden-Yoga, von mir konzipiert. Und dieses Video hat sich als so wirksam erwiesen, also diese Übungen, dass sie garantiert hilfreich sind, dich so richtig erfolgreich zu machen. Wichtig ist, dass du diese Übungen wirklich täglich durchführen wirst. Ganz wichtig ist das. Und dass du das einmal am Tag wirklich auch machst, dir Zeit nimmst, eine Stunde für dich. Und du wirst merken, wie du ins Gleichgewicht kommst, wie stark du wirst. Und du wirst den Erfolg schon nach einer Woche auch spüren. Aber mache es bitte 4 Wochen lang. Mein Name ist Jane Ohlig. Ich betreibe eine Praxis für Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Coaching und Psychotherapie. Bin Buchautorin von Das agile Unternehmen, Blondinen im Management, Mut zum Handeln und habe zahlreiche Hörbücher auch herausgebracht. Und noch dazu muss ich sagen, ich bin 52 Jahre alt. So, und jetzt zieh bitte deine Schuhe aus und starte. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Deine Jane. Namaste. Ich begrüße dich heute zu meiner Yogastunde, zum Helden-Yoga mit dem Adler. Ich freue mich, dass du dabei bist und wenn dir dieser Kanal gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du uns abonnierst. Ja? Und jetzt konzentriere dich voll und ganz auf deinen Körper. Wir stärken heute gemeinsam die Persönlichkeit. Kraft und Stärke sind heute das Ziel. Komm nochmal nach oben und komme Namaste. Fingerspitzen zur Stirn. Unsere Themen heute sind Kraft und Stärke und mehr Energie auf allen Ebenen unseres Lebens. Bedanke dich für all das, denn es ist in dir. Erlaube es, dir selbst mehr Kraft und Stärke zuzulassen für dein Leben und in allem, was du tust. Namaste. Daumen zum Herzen, Fingerspitzen zur Stirn und dann öffne dich. Nimm einen tiefen Atemzug und noch einmal, wir machen uns warm und nochmal und nochmal. Achte dabei auf die Atmung. Atme ein durch die Nase, aus durch den Mund. Schließe jetzt deine Hände in die Baumhaltung, indem du die Handinnenflächen miteinander verbindest. Wenn du magst, kannst du deine Hände wie einen Fächer öffnen. Berühre die Handflächen miteinander, strecke die Arme und dann schau nach hinten. Mach einen Flügelschlag und noch einmal und noch einmal und wieder nach oben und noch mal nach hinten. Und jetzt winkle deine Arme an, Schulter nach hinten, Handinnenflächen schauen zum Kopf, dreh deinen Rücken. Und wieder nach vorne, andere Seite und wieder nach vorne
und in die Seite und nach vorne und ein letztes Mal drehen. Geh im Wechsel mit deinem Arm nach oben. Zieh dabei immer den Bauch auf zur Wirbelsäule. Schau nach oben zum Himmel. Und nochmal. Atme ein durch die Nase, aus durch den Mund. Und ein letztes Mal nach oben. Dreh einmal deine Schultern, nimm die Hände an die Hüften. Und kreise jetzt deinen Kopf. Mach deine Halswirbelsäule ganz warm. Großer Kreis. Und andere Seite. Und nochmal. Und ein letztes Mal großer Kreis. Schultern wieder nach hinten. Und noch einmal drehen. Nimm deinen ganzen Körper mit. Dreh dich nochmal. Mach dich ganz warm. Und nochmal. Und ein letztes Mal. Tiefer Atemzug. Und dann komm einmal an den Rand deiner Matte. Die Füße sind schulterbreit geöffnet. Nimm die Schultern nach hinten zurück, nimm einen tiefen Atemzug und komm nach unten. Mach den Rücken rund, die Beine sind gebeugt und jetzt mach einen Tisch mit deinem Rücken. Zieh den Bauch dabei zur Wirbelsäule, nimm die Arme gestreckt nach vorne, komm wieder nach unten, berühre mit den Händen den Boden und komm jetzt zuerst mit dem rechten, dann mit dem linken Fuß nach hinten. Geh im Wechsel mit der Ferse nach unten im herabschauenden Hund. Wir machen die Waden warm. Geh im Wechsel nach hinten mit der Ferse. Und dann halte den herabschauenden Hund. Komm von da aus entweder in den Vierfüßler oder in die Planke. Und von da aus in die Bauchlage. Komm zuerst mit dem Brustkorb nach unten. Komm nach oben in den heraufschauenden Hund. Ausatmend nach unten und komm zurück in den herabschauenden Hund. Geh wieder im Wechsel mit der Ferse nach unten. Und nochmal. Und halte die Fersen unten. Und komm jetzt mit dem linken Fuß nach vorne und mit dem rechten. Mach den Rücken rund, gerader Rücken, Arme wieder nach vorne, komm nach oben. Tiefer Atemzug und wieder nach oben, komm wieder nach unten. Komm jetzt zuerst mit dem linken, dann mit dem rechten Fuß nach unten. Geh wieder im Wechsel mit der Ferse nach unten. Nimm deine Atmung mit, einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund. Halte die Fersen unten gedrückt und komm von da aus in die Planke und nochmal nach unten. Komm in den heraufschauenden Hund oder in die Kobra, was dir heute gelingt. Schau nach oben. Ausatmend nach unten. Füße wieder aufstellen. Geh im Wechsel mit der Ferse nach unten. Halte die Fersen nach unten gedrückt. Und jetzt komm mit dem rechten Fuß zwischen deine Hände. Stell das hintere Bein, den hinteren Fuß waagerecht. Und komm in die Helden- oder in die Kriegerhaltung. Schulter nach hinten, Bauch zur Wirbelsäule gezogen. Entscheide selbst, wie weit du mit dem Popo nach unten gehst. Teste dich aus, mach es so, wie es dir heute gelingt. Du bist der
starke Krieger. Zieh den Bauch zur Wirbelsäule. Komm einmal nach oben. Ausatmend nach vorne. Und wieder nach oben. Und wieder nach vorne. Und jetzt halte. Die Position, schau zum Himmel. Spüre, wie du mit Kraft und Stärke für dein Leben durchflutet wirst. Mit kosmischer Energie von oben. Hab deinen Körper dabei voll unter Kontrolle. Und komm jetzt ausatmend nach unten. Drück dein Knie in die Seite, schau nach oben. Ausatmend nach unten. Strecke dein vorderes Bein, halte die Dehnung. Atme in die Dehnung hinein. Und mit jedem Atemzug atmest du Kraft und Stärke ein. Atme ruhig und gleichmäßig. Und dann komm einmal mit dem rechten Arm nach oben. Schau nach oben zum Himmel und nimm wieder die Kraft des Universums in dir auf. Atme ein durch die Nase, aus durch den Mund. Und komm ausatmend nach unten. Andere Seite nach oben. Und komm ausatmend wieder nach unten. Beuge dein vorderes Bein und komm zurück in den starken Krieger. Einatmend zum Himmel schauend. Und nach vorne. Komm jetzt mal mit deiner Hand, mit deinem Unterarm auf deinen Oberschenkel und schau nach oben zum Himmel. Empfange Energie und sei bereit für neue Energie in der Haltung. Die Hände sind geöffnet wie ein Fächer. Und dann komm nach unten. Und wieder nach oben im Krieger. Du bist der Held in deinem Leben. Du verstärkst es, indem du mit deinem Körper kräftiger und stärker wirst. Einatmend nochmal nach unten. Und wieder nach oben. Und dann schau nach vorne. Schultern wieder nach hinten. Und dann wandere auf die andere Seite. Schau mit deinem Fuß in die andere Richtung. Nimm die Arme wieder mit. Schulter nach hinten, Haltung. Entscheide selbst, wie weit du nach unten kommst. Komm wieder nach oben. Empfange auch auf dieser Seite die Kraft des Universums. Ausatmend nach unten. Nimm deine Hand nach oben. Atme ruhig und gleichmäßig. Mit jedem Atemzug atmest du Kraft und Stärke ein. Atme ein durch die Nase, aus durch den Mund. Komm mit der oberen Hand nach unten. Strecke dein vorderes Bein, halte die Dehnung, zieh den Bauch zur Wirbelsäule, komm dabei auf deine Fingerkuppen, mach es so, wie es dir heute gelingt, erzwinge nichts, spüre die Kräfte, die dich durchfluten und komm jetzt mit deinem linken Arm nach oben in alle Richtungen deines Lebens bist du stabil, wie auch mit deinem Körper. Halte die Position, atme ruhig und gleichmäßig
Erzwinge nichts in der Dehnung und komm jetzt mit deiner oberen Hand wieder nach unten. Nimm deinen Fuß in die Mitte, halte noch einmal kurz die Dehnung und dann beuge dein vorderes Bein und komm wieder nach oben zurück. Schulter nach hinten, komm wieder mit dem Unterarm auf deinen Oberschenkel. Nimm den anderen Arm nach oben, schau nach oben zum Himmel. Hände geöffnet wie ein Fächer. Aktiviere immer wieder deine Chakren in den Händen und empfange und gebe als Held in deinem Leben. Löse die Position und komm wieder nach oben. Ausatmend nach vorne, dreh einmal deine Schultern und dann nimm die Arme einmal nach vorne. Handinnenflächen schauen nach oben zum Himmel. Beuge deine Arme und jetzt leg einmal den linken über den rechten. Die Hände sind angewinkelt. Und dann zieh einmal die Ellenbogen nach oben. Schau nach oben zum Himmel. Wir kommen in die Adlerposition. Du bist der scharfsinnige Adler in jeder Situation deines Lebens. Mach jetzt einen runden Rücken in dieser Position. Zieh die Ellenbogen schön nach unten, Rücken rund, Bauch zur Wirbelsäule gezogen. Atme ein durch die Nase, aus durch den Mund und komm wieder nach oben. Dreh dich einmal zur Seite, schau nach hinten, nimm die Ellenbogen mit und wieder nach vorne. Andere Seite, schau nach hinten und wieder nach vorne. Öffne dich, dreh einmal deine Schultern, Arme an die Seite, komm in ein Dreieck und schau nach oben. Ausatmend wieder nach vorne und andere Seite. Schau nach oben und komm wieder nach vorne. Und jetzt machen wir das alles mit der anderen Seite. Die Adlerposition, der scharfsinnige Adler legt den rechten Arm über den linken, winkle wieder deine Arme an, zieh die Ellenbogen nach oben und schau nach oben zum Himmel. Spüre, wie sich dein Geist stärkt. Du hast einen scharfsinnigen Geist. Spüre, wie deine geistige Kraft sich stärkt mit jedem Atemzug. Mach den Rücken ganz rund, ausatmend und wieder gerade. Geh jetzt mit den Ellenbogen in die Seite, schau nach hinten und wieder gerade, andere Seite und wieder gerade. Öffne dich, sehr schön gemacht, dreh einmal deine Schultern, nimm die Arme nach oben, komm einmal nach vorne, öffne deine Beine noch ein Stück mehr. Und wandere einmal auf die linke Seite, bleib auf den Fingerkuppen, zieh dich raus. Zieh den Bauch zur Wirbelsäule. Einatmen durch die Nase, aus durch den Mund. Wandere auf die andere Seite, halte die Dehnung. Zieh dich raus. Mach es so, wie es dir gelingt und wenn du die Yoga-Blöcke oder ein Kissen benötigst, nimm dir all das zur Hilfe. Mach es so, wie es heute dir gelingt. Und dann, wenn du magst, öffne die Arme mal so weit es dir möglich ist.
Leg gerne auch ein Kissen unter deinen Kopf. Strecke die Arme weit nach außen. Oder du kannst natürlich auch deine Yoga-Blöcke zu Hilfe nehmen. Spüre, wie die Energie in deinen Kopf flutet. Und dann triff dich mit deinen Händen wieder in der Mitte. Die Arme sind senkrecht. Schließe eventuell ein Stück deine Füße und komm mit dem rechten Arm nach oben. Schau nach oben zum Himmel. Ausatmend nach vorne. Andere Seite nach oben. Und wieder nach vorne. Und nochmal einatmen, rechter Arm nach oben oder je nachdem, mit welcher Seite du gerade begonnen hast. Ausatmend nach unten. Und jetzt nimm den anderen Arm nach oben. Und komm ausatmend nach unten. Sehr schön gemacht. Schließe deine Beine so, dass sich die Füße berühren. Jeder Zeh berührt den Boden. Die Zehen sind ebenso geöffnet wie ein Fächer. Mach den Rücken rund, Beine sind gebeugt. Ich drehe mich mal um, dass du mich besser sehen kannst. Die Fingerspitzen schauen nach hinten, leg praktisch den Oberkörper auf deinen Oberschenkeln ab. Mach den Rücken ganz rund. Und dann komm mit den Händen auf deine Knie. Strecke die Arme, sodass du einen geraden Rücken hinbekommst, indem du die Hände streckst. Und dann komm nach vorne mit deinen Armen und nach oben. Öffne dich. Sehr schön gemacht. Komm in die Baumhaltung. Das ist die Baumhaltung. Schulter nach hinten. Und jetzt komm einmal, beuge deine Beine, nimm den Bauch schön zur Wirbelsäule gezogen und dann komm mit dem rechten Fuß über dein linkes Bein, stell den Fuß ab, du bleibst gebeugt, zieh den Bauch zur Wirbelsäule, nimm die Schulter nach hinten zurück, atme ruhig. Und gleichmäßig komm mit deinen Armen nach oben, zieh dich weit nach oben raus. Und komm mit den Armen nach vorne. Die Handinnenflächen schauen jetzt nach oben zum Himmel. Und wir kommen wieder in die Adlerhaltung. Nimm den linken über den rechten Arm, verkeile die Arme wieder. Und dann schau nach oben, soweit es dir möglich ist. Und dann löse dich. Strecke deine Arme, Schultern nach hinten nehmen, stolze Haltung, Arme wieder nach vorne, komm nach unten mit deinen Armen und dann löse die Haltung. Schüttle eventuell deine Beine aus und wir wechseln jetzt die Seite, stell die Füße wieder stabil auf dem Boden, Schulter nach hinten nehmen, Bauch zur Wirbelsäule gezogen. Stabile Haltung. Nimm jetzt das andere Bein. Den linken Fuß habe ich hier. Beuge wieder deine Beine. Stell dich stabil auf. Der obere Fuß, das obere Bein, der Fuß steht auf den Zehenspitzen, ja, beziehungsweise auch auf dem vorderen Fußballen, die Ferse nimmst du nach oben, steh ganz stabil, halte dein Gleichgewicht und dann komm wieder mit deinen Armen nach vorne,
Leg diesmal den linken über den rechten Arm. Zieh die Ellenbogen wieder kontrolliert nach oben und schau nach oben. Löse die Position, mach den Rücken mal rund, halte die Position im Adler, zieh den Bauch zur Wirbelsäule und dann komm wieder nach oben, Schulter nach hinten zurück, löse das Bein, schüttle deine Beine aus, komm wieder auf die Matte, nimm die Schultern nach hinten, nimm die Arme nach oben. Und komm ausatmend nach unten. Berühre den Boden. Beuge deine Beine. Komm mit den Händen auf deine Knie. Strecke die Arme, indem du wieder den geraden Rücken hinbekommst. Arme nach vorne und wieder nach unten. Komm von da aus in den herabschauenden Hund. Geh im Wechsel mit der Ferse nach unten. Nimm einige Atemzüge, halte die Position im herabschauenden Hund, zieh den Bauch zur Wirbelsäule und komm jetzt einmal mit dem rechten Bein gestreckt nach oben. Wir kommen in den dreibeinigen Hund, öffnen die Hüfte, der obere Fuß schaut zum Popo, schau auf der linken Seite deinen Fuß an. Halte die Dehnung, denke an deine Atmung, atme ein durch die Nase, aus durch den Mund. Atme Kraft und Stärke ein und Energie aus. Erlaube es dir, mehr Energie aufzunehmen. Und dann komm mit deinem oberen Bein über Kreuz. Winkle dein oberes Bein jetzt, das was eben oben war, an, dass es stabil steht. Das andere Bein ist so weit es geht gestreckt und dann schau nach hinten. Und komm ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund. Zieh den Bauch zur Wirbelsäule. Nimm einige Atemzüge, halte die Position im herabschauenden Hund, komm jetzt mit dem anderen Bein nach oben, beuge es, Fuß schaut zum Popo. Und dann komm wieder über Kreuz, mach das Gleiche wie auf der anderen Seite, das obere Bein ist jetzt unten, ist angewinkelt. Das rechte Bein gestreckt, schau nach oben zum Himmel. Ausatmend wieder zurück in den herabschauenden Hund. Atme ruhig und gleichmäßig in der Position. Halte die Fersen unten gedrückt. Und komm jetzt einmal in den Vierfüßler. Nimm die Füße nach hinten. Leg sie ab. Zieh den Bauch zur Wirbelsäule. Mach einmal einen runden Rücken. Und schau wieder nach vorne. Und nochmal runde Rücken. Und schau nach vorne. Und nochmal runder Rücken und mach den Rücken gerade. Komm jetzt mit deinem rechten Knie über dein hinteres, über dein linkes Bein, sodass du es hinter dein linkes Bein praktisch stellst. Und dann komm mit dem Popo nach hinten.
Wenn du magst, setz dich auf deinen Fuß, aber du kannst auch die Blöcke oder ein Kissen noch zusätzlich unter deinem Popo stellen. Mach es so, wie du es heute kannst. Oder eine Decke. Und dann komm langsam nach hinten. Schulter nach hinten. Wir kommen wieder in die Adlerposition. Diesmal in dieser Form. Zieh den Bauch zur Wirbelsäule. Öffne deine Arme. Schau mal zur Seite. Komm mit dem hinteren Arm nach hinten. Schau nach oben. Komm mit der anderen Hand nach hinten auf die Fingerkuppen oder auf die Handinnenfläche und schau nach oben. Komm nach unten, Schulter nach hinten, nimm die Arme an die Seite. Greif einmal von hinten deine Hände und schau nach oben. Wir öffnen unseren Herzraum und lassen Liebe und Wärme zu und nur noch positive Energien, die in unser Leben kommen. Nimm die Arme nach oben, Arme nach vorne. Leg jetzt den rechten Arm über den linken, winkle deine Arme an und dann komm wieder in die Adlerhaltung. Du bist der scharfsinnige Adler. Nimm die Ellenbogen nach oben und halte die Dehnung. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund. Mach in dieser Position einen runden Rücken. Und wieder gerade. Und dann öffne dich, dreh dich mal zur Seite. Und wieder nach vorne, das hast du sehr gut gemacht. Schulter nach hinten. Komm wieder nach vorne. Zieh den Bauch zur Wirbelsäule. Löse die Position. Komm in den Vierfüßler, mach einmal einen runden Rücken. Und wieder gerade, wir wechseln jetzt die Seite. Wir nehmen jetzt das linke Bein hinter das rechte. Und dann komm wieder ganz langsam nach hinten zurück. Leg dir entweder ein Kissen unter dem Popo, zieh dich mal raus. Komm auf die Fingerkuppen. Und dann komm ausatmend wieder nach oben. Du kannst eine Decke auch unter deinen Fuß legen. Mach es so, wie es dir gelingt. Schätze dein Level selber ein. Schulter nach hinten, es ist alles erlaubt und wir müssen keine Akrobaten sein. Nimm die Arme wieder an die Seite und wir öffnen jetzt wieder unseren Herzraum und aktivieren unser Herzchakra. Nimm die Arme wieder nach hinten, schau nach oben zum Himmel. Löse die Position. Komm mit den Armen nach vorne, öffne sie und lege jetzt den linken über den rechten Arm, verkeile deine Hände wieder und wir kommen wieder in den scharfsinnigen Adler. Stell dir vor, du bist so scharfsinnig wie der Adler und komm mit den Ellenbogen nach oben. Mach einen runden Rücken. Halte die Position. Atme dabei ruhig.
und gleichmäßig einatmen durch die Nase, aus durch den Mund. Und dann komm wieder nach oben und öffne dich. Komm mit der hinteren Hand nach unten, schau nach oben. Und Seitenwechsel, nimm die andere Hand nach hinten. Gerne kannst du auch immer auf die Finger gucken. Kommen, mach es so, wie es dir gelingt. So wie du es heute kannst, ist es absolut okay. Zieh dich raus. Ausatmend, komm nach unten. Komm mit beiden Händen wieder auf die Matte. Zieh den Bauch zur Wirbelsäule, komm zurück in den Vierfüßler, mach einmal einen runden Rücken und wieder gerade. Komm einmal auf die Ellenbogen, verbinde die Finger miteinander, Fingerspitzen schauen nach oben, zieh den Popo nach hinten raus und atme ruhig und gleichmäßig. Und dann komm ausatmend wieder zurück in den Vierfüßler und von da aus in den herabschauenden Hund. Halte den herabschauenden Hund und wir kommen jetzt in den Krieger 1. Nimm dein linkes Bein nach vorne, der hintere Fuß steht auf dem vorderen Fußballen und dann komm kontrolliert nach oben. Öffne dich, Schulter nach hinten, nimm die Hände von hinten und wenn du magst, schau nach oben. Und komm wieder nach oben, komm nach unten, berühre den Boden und nimm den Fuß zurück, komm zurück in den herabschauenden Hund. Nimm einige Atemzüge, geh mal kurz mit den Fersen nach unten. Halte die Fersen wieder unten und komm jetzt wieder mit dem rechten Fuß zwischen deine Hände. Nimm dir Zeit für deine Position. Und wir kommen mit dem anderen Fuß, vorderen Fuß in den Krieger. Eins, zieh den Bauch zur Wirbelsäule. Schau nach vorne. Nimm deine Hände von hinten und sei wieder der starke Krieger. Wenn du magst, schau nach oben zum Himmel. Löse die Position und komm wieder nach unten. Sehr schön gemacht. Komm zurück in den herabschauenden Hund. Nimm einige Atemzüge. Halte die Position und komm mit dem linken Fuß nochmal nach vorne. Dieses Mal legst du dein hinteres Bein ab. Zieh den Bauch zur Wirbelsäule. Komm mit dem linken Arm nach oben. Ausatmend nach unten. Ein Krieger hat immer flexible Beine. Und deshalb kommen wir jetzt in die Dehnung der Beine. Komm mit dem Popo nach hinten, komm in den halben Spagat. Wenn du magst, kannst du gerne die Fußspitze nach oben nehmen. Mach es so, wie es dir gelingt. Komm so weit runter, wie es dir gelingt. Oberkörper über dein ausgestrecktes Bein. Halte die Dehnung. Atme ein durch die Nase, aus durch den Mund. Hab die Kontrolle über deinen Körper.
Komm mit beiden Händen einmal auf die linke Seite, bleib auf den Fingerkuppen. Halte die Dehnung. Und komm auf die rechte Seite. Wenn du magst, komm einmal auf die Ellenbogen. Du kannst auch unter deine Blöcke kommen. Oder du legst dir ein Kissen unter deine Ellenbogen. Und dann nimm einige Atemzüge, sodass wir die volle Dehnung der Beine hinbekommen können, dass wir alles dehnen. Nach allen Seiten unseres Lebens. Flexibel in der Dehnung werden. Stell den Fuß wieder auf. Sehr schön gemacht. Und komm nach oben. Jetzt mit deinen Armen. Arme wieder nach vorne. Öffne dich. Schau nach oben. Komm mit den Händen wieder nach unten. Und jetzt wandere mal nach vorne mit deinem Fuß. Wenn du magst, kannst du ein Handtuch unter deinen Fuß legen, um vielleicht ein bisschen besser zu rutschen. Zieh den Bauch zur Wirbelsäule. Schau schräg zum Boden. Halte die Dehnung. Und dann komm kontrolliert mit deinem Bein zurück in den Vierfüßler. Leg dein Handtuch wieder nach vorne, wenn du magst. Mach einen runden Rücken. Stell die Füße auf, nimm den Popo wieder nach oben, herabschauender Hund. Nimm einige Atemzüge und komm jetzt mit dem rechten Fuß nach vorne. Leg das hintere Bein auf. Zieh den Bauch zur Wirbelsäule. Den Fuß ebenso ablegen. Rechten Arm nach oben. Ausatmend nach unten. Komm mit beiden Armen nach oben. Öffne dich. Und wenn du magst, schau nach oben. Mach es so, wie es dir gelingt. Spüre die Kraft. Du bist wieder in einer Kriegerhaltung. Komm wieder nach vorne. Komm nach unten. Und wir machen jetzt das andere Bein flexibel. Strecke dein vorderes Bein. Halte die Dehnung, zieh den Bauch zur Wirbelsäule. Atme ruhig und gleichmäßig. Und komm jetzt mit beiden Händen einmal auf die rechte Seite. Halte die Dehnung. Atme in die Dehnung hinein. Und dann komm mit beiden Armen auf die andere Seite. Komm entweder auf dein Kissen. Nimm immer Kissen oder Blöcke mit zur Hilfe. Entscheide selber, wie weit du nach unten kommst. Konzentriere dich voll und ganz auf deine Atmung. Einatmen durch die Nase, aus durch den Mund. Und wir halten mit dieser Übung die Beine flexibel, damit wir immer flexibel auch durchs Leben gehen können. Atme ruhig und gleichmäßig. Und jetzt stelle den Fuß wieder ab. Und gerne kannst du wieder auf deine Rutschfläche kommen. Komm in die Dehnung, halte die Dehnung. Atme in die Dehnung hinein. Atme ruhig und gleichmäßig. Mach es so, wie es dir gelingt. Und dann komm ausatmend wieder zurück in den Vierfüßler. Mach einen runden Rücken
und wieder gerade. Schließe einmal deine Beine und komm nach hinten. Bauch zur Wirbelsäule gezogen. Komm in die Kriegerhaltung. Schau nach oben zum Himmel. Und andere Seite. Du hast immer dein Ziel im Griff und im Visier. Schau nach oben. Öffne dich, drehe deine Schultern und wir kommen wieder in die Adlerhaltung. Handinnenflächen schauen nach oben, du bist diesmal auf deinen Füßen. Leg den linken über den rechten Arm, winkle deine Arme wieder an, schau nach oben zum Himmel, zieh die Ellenbogen so weit es geht nach oben zum Himmel. Ausatmend runder Rücken. Leg einmal die Ellenbogen ab. Leg den Kopf ab auf deinen Unterarmen. Und dann komm ausatmend wieder nach oben. Dreh dich zur Seite und zur anderen Seite. Und dann öffne dich ausatmend, dreh einmal deine Schultern, öffne deinen Herzraum, nimm von hinten die Hände, schau nach oben. Kinn zum Brustkorb, löse die Arme, komm nach vorne, schau mit den Handinnenflächen nach oben, lege den rechten über den linken Arm, winkle deine Arme an und komm wieder in den scharfsinnigen Adler. Schau nach oben. Mach einen runden Rücken. Zieh den Bauch zur Wirbelsäule. Und dann komm mit den Ellenbogen auf den Boden. Komm diesmal wieder mit den Unterarmen ebenso an. Nimm einige Atemzüge, lege die Stirn ab. Und dann komm wieder nach oben und öffne dich. Super gemacht. Dreh einmal deine Schultern und nochmal. Und dann komm nach unten, zurück in den Vierfüßler, mach einmal einen runden Rücken und wieder gerade. Und dann komm mit beiden Füßen einmal auf die Seite. Komm mit deinem Popo auf der Matte an. Schulter nach hinten. Verbinde einmal die Füße miteinander. Zieh dich ran. Und halte, mach den Rücken einmal ganz rund. Atme ruhig und gleichmäßig. Und dann löse die Position und schließe deine Beine. Komm einmal mit den Händen unter dem Popo. Ellenbogen leg einmal ab. Zieh den Bauch zur Wirbelsäule. Und dann schau nach hinten. Kinn wieder zum Brustkorb. Leg dich einmal auf den Rücken. Und dann komm mit den Armen nach oben. Leg das rechte über das linke Bein. Leg den linken Arm über den rechten, verkeile dich wieder und komm nach hinten, komm in dieser Form wieder in die Adlerhaltung. Ellenbogen nach oben drücken, halte die Position, zieh einmal die Beine ran, nimm eventuell den Popo ein wenig nach oben und dann verbinde die Knie mit deinen Ellenbogen, halte die Position im Adler.
Löse die Position wieder. Stelle die Füße ab. Wechsle die Seite, andere Seite im liegenden Adler. Arme wieder nach oben. Leg jetzt den rechten über den linken Arm. Winkle die Arme wieder an. Nimm wieder die Beine nach oben. Und dann verbinde im liegenden Adler die Knie miteinander. Halte die Position, strecke eventuell deine Füße. Und dann öffne einmal deine Arme. Leg deine Arme ab. Löse die Position, nimm einmal die Beine nach oben. Öffne deine Arme und komm mit beiden Beinen einmal auf die linke Seite. Deine Schulterpartie bleibt fest auf dem Boden. Und schau dabei in die entgegengesetzte Richtung. Und komm mit gestreckten Beinen in die andere Richtung. Halte die Position. Schulterpartie ist am Boden. Und dann komm mit den Beinen wieder nach oben. Greife einmal deine Füße und öffne dich in ein V. In die Siegerhaltung. Im Liegen. Nimm einige Atemzüge. Drücke dabei den Popo schön nach unten auf die Matte. Atme ruhig und gleichmäßig und schließe jetzt wieder deine Beine. Stell die Füße auf die Matte, Arme sind entlang deines Körpers gelegt. Mach mal Kreise mit deinem unteren Rückenbereich zur einen Seite und anderen Seite. Stelle die Füße wieder ab. Und jetzt komm in Shavasana. Leg dich einmal auf den Rücken. Wir beginnen mit der Abendmeditation. Ich mache die Musik etwas leiser. Atme ruhig. Und gleichmäßig. Entspanne deinen ganzen Körper. Lass Ruhe einkehren. Und atme ruhig. Und gleichmäßig. Entspanne einmal dein ganzes Gesicht, mach es ganz weich, entspanne deine Augenpartie, entspanne deinen Mund, entspanne deinen ganzen Kopf, fühle, wie von deinem Kopf aus ein angenehmes Gefühl der Ruhe und Entspannung sich in deinem ganzen Körper ausbreitet. Fühle einmal deinen Hals, entspanne ihn, entspanne deine Schulterpartie. Und jetzt entspanne deinen Brustkorb. Dein Bauch ist entspannt. Entspanne deine Beine.
Deine Füße sind entspannt bis tief hinein in die Zehenspitzen. Spüre jetzt, wie ein goldener Lichtstrahl über dein Kronenchakra, über deinen Kopf, in deinen Körper flutet und dich versorgt mit Kraft und Stärke. Jede Zelle wird benetzt mit der Kraft und der Stärke eines Siegers oder einer Siegerin oder umgekehrt. Du bist der Sieger in deinem Leben. Und du wirst mit Kraft und Motivation durchflutet. Du bist voller Kraft, Motivation und Stärke. Dein Körper wird gestärkt. Jede Zelle in deinem Körper wird durchblutet mit Energie. Und jetzt spüre die Kraft des Adlers, die dich ebenso durchblutet, scharfsinnig und mit geistiger Intuition wirst du stark und stärker. Du kennst die richtigen Strategien für deine Ziele. Du weißt genau, was du tun musst, um deine Ziele zu erreichen. Spüre den Scharfsinn des Adlers, der dich durchflutet. Und Siegerenergie, sei mutig. Sieger zu sein. Und du weißt, es ist immer davon abhängig, was du unter einem Sieger verstehst. Aber ich denke, dass du das Richtige verstehst, was es bedeutet, ein Sieger in seinem eigenen Leben zu sein. Und jetzt komm ganz langsam über die Seite zurück in den Schneidersitz. Mach mit deinen Händen dein Energiemudra. Lege die Handaußenflächen auf deinen Knien ab. Und atme ruhig und gleichmäßig. Nimm die Schultern nach hinten. Konzentriere dich nochmal auf deine Einatmung. Atme aus durch den Mund, nimm einige Atemzüge. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund. Entspanne deinen Bauch dabei. Dann nimm die Arme zur Seite. Schließe die Hände und komm in Namaste. Fingerspitzen zur Stirn. Du bist voller Kraft und Stärke. Alles gelingt dir in deinem Leben. Du hast den Scharfsinn und die geistige Kraft in dir, um deine Ziele zu erreichen. Scharfsinnig und mit geistiger Kraft erreichst du das, was zu dir passt und dich glücklich macht. Gesundheit ist in dir auf allen Ebenen und du bleibst und bist im Gleichgewicht. Erlaube dir, all das immer wieder anzunehmen, denn du bist es wert, all das anzunehmen. Bedanke dich bei dir selbst.
Namaste, Daumen zum Herzen, Fingerspitzen wieder zur Stirn und dann öffne dich. Schulter nach hinten. Ich weiß, du hast das heute ganz toll gemacht. Und wenn dir unser Kanal gefällt, dann freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst. Wichtig ist immer die Abwechslung. Mach von jedem was in Sachen Fitness, Yoga. Wir haben davor Dance gemacht, Latin Dance. Wir hatten den Spaß, die Motorik. Also mach nicht nur Yoga, sondern mach ein Stück von der Motorik. Nimm Motorik mit in dein Leben. Und dann wieder Body Complete oder Bauch, Beine, Po, sodass du deine Muskulatur immer wieder aktivierst. Mach von jedem was, um beweglich zu bleiben. Ja, und wer Yoga regelmäßiger macht, hat ein 7 Jahre jüngeres Gehirn. Ja. Und nicht nur Yoga, das ist auch beim Latin Dance so. Ja, und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend. Genieße ihn noch. Ja, und ich bin am Sonntag wieder für euch da. Um 15 Uhr geht es dann wieder los mit Body Complete. Ich mache diesmal ein Deep Work Training und anschließend Yoga. Also, bis dann, eure Jane.